Na, ihr auch wieder beim Zuschauen dabei. Wie versprochen geht's heute ins End und dazu nehme ich mir mal meine Rüstung mit. Und eigentlich brauche ich nichts weiter, denke ich. Und zwar, ich hatte ja in einigen Folgen, wo ist mein Kuchen? Ah, verdammt. Hatte ich ja Probleme gehabt, in den Nether zu kommen. Und nachgefragt auf dem Server, wie es ist, und ein Spieler hat mir dann geantwortet, ich kann euch leider den Namen nicht mehr sagen, sonst hätte ich dich hier namentlich genannt. Und ich muss in die Farmwelt gehen, da das hier ein offizieller Server ist. Und ich muss quasi diesen Endkuchen hier ja, dort eben essen. Zuvor müsste ich mich jetzt erstmal irgendwie verletzen. Wie mache ich denn das? Indem ich mal nach oben gehe. Ich gehe mal ganz nach oben und springe einfach mal runter. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht sterbe. Was ist denn jetzt los? Ach, weil ich den Ring anhab, wa? Ah, das ist ja doof. Dann mache ich es nochmal. Das ist zu tief. Ja, ich habe Angst zu sterben. Wahrscheinlich sterbe ich direkt. Da schauen wir mal hier. Ich gehe jetzt mal einfach mal hier ein bisschen Schaden machen. Okay, das war zu hoch. Habe ich jetzt, aber ich brauche doch Schaden, Leute. Ich muss doch hier irgendwie Schaden haben. Dann springe ich halt ein bisschen hier rum. Ach Mensch. Ich mache mal kurz Schaden, dann komme ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ein bisschen Schaden genommen. War gar nicht so schwer. Ich musste einfach nur den Flying Ring immer an und ab ausziehen. So, ich würde jetzt nämlich in die Farmwelt gehen. Die sieht so aus. Ganz toll, ne? So. Und jetzt soll ich den Kuchen setzen und davon snacken. Genau, so hat es funktioniert. Jetzt bin ich im End. Und da ich fliegen kann, ist das natürlich schön. Drachen, kann ich deinen Drachen auch besiegen? Ey Leute, das wäre natürlich super. Wisst ihr was? Was ist denn da unten? Was ist denn das hier? Ach, da kann man das Drachenei abbauen. Also gut, so wie es ausschaut, kommt hier kein Drache mehr. Hier war schon jemand. Ja, da ist alles irgendwie abgebaut. Ja, okay. Da werde ich wahrscheinlich bis Freitag warten müssen, weil Freitag wird die Welt resettet. Das bedeutet, ich bin jetzt hier, ich fliege mal durch die Gegend, Gott sei Dank kann ich fliegen. Und werde quasi mir irgendwo eine Schalke-Höhle suchen. Das mache ich aber offline, ja? So, ich nehme mich mal wieder mit, denn ich habe hier zufällig Chorus gefunden. Das baue ich mir natürlich direkt mit ab. Oh, das war knapp her. Haben wir also zwei Stück oder drei Stück. Und ja, dann schauen wir vielleicht hier auf der Insel irgendwo so ein Schalke rumhängt. So, die baue ich auch noch ab. Ich weiß nicht, für was ich es brauche, ob ich es überhaupt brauche, aber wenn ich schon mal da bin, dann nutze ich das aus und klaue mir ein paar so Teile und noch ein paar so Blüten. Das mache ich jetzt, bis ich dann die Insel gefunden habe. So, da nehme ich euch wieder mit. Ich habe so ein Gebäude gefunden. Ehrlich gesagt, Leute, im Vanilla, ich war noch nie in so einem Teil drin. Ohne Scheiß. Ich war echt noch nie in so einem Teil drin. Oh, was sind das hier? Die Leuchtstäbe nehme ich mir auch mit. Oh, was sind das hier? Ah, ein Banner. Ja, nehme ich mir auch mit. Ich war noch nie hier drin und ich weiß jetzt nicht, wie viele Monster da kommen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich eben für diese Quest. Ach, habe ich mein. Moment, Moment, Moment. Habe ich mein. Ich habe meinen Sodium-Decker mit dabei. Ach, da ist ja schon so ein Schalke hier. Das ist ja schon einer, oder? Muss ich den so schlagen? Ey, ey, Schalkeperl. Das ist gut. Wisst ihr was, das mache ich mit dem. Hallo? Ach, ich fliege ja. Ach Gott, ja. Ich fliege ja jetzt bei den Teilen. Stimmt ja, die jagen mich ja in die Höhe. Vielleicht habe ich nämlich Glück und bekomme hier mit meinem Sodium-Decker diese Scherben. Hey, spinnst du oder was? Was ist mit dem los hier? Jawohl, danke schön. Lass mich hier ruhig unten. Wie lange fliege ich denn da? Schwebekraft habe ich. Okay, pass auf.
Warte, warte, warte. Erst kaputt machen. Per Angriff. Wer schießt denn da drüben vor unten? Ja, das ist total klasse. Was fliege ich? Was ist denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Was fliegt mir da entgegen? ich glaube, ich schmeiße mich mal da raus. Wer hat mich jetzt da angeschossen eigentlich? Welcher Kerl? Wer schießt denn hier? Oder kommen die auf mich zu? Hey, hey. Die sind mal bescheuert. Wer schießt denn hier? Was mir jetzt wurscht, ich gehe mal da rein. Da ist ein Banner. Okay, da war jemand, da war schon jemand. Oder? War das meiner? Nee. Hey, gib mir mal bitte ein paar Schalker-Kisten. Ich brauche mindestens. Schalker-Seeds. Oh, ich brauche ja 16 Stück. Boah. Das wird mir hier. Warte mal, von da oben bin ich gekommen. Da muss ich mal darauf noch. Auch keine Kiste gegeben. Was ist denn da los? Oh, da ist jemand gestorben. Danke. Wo bist du? Oh, da ist jemand gestorben hier. Oh, Supersprung bekommen. Aber ich bekomme keine solchen Sachen mehr. Ich habe nur 4 Schalker. Schalen. Das ist mir eigentlich schon zu wenig. Und oh, was ist denn da los? Ich bin ja fast am Sterben. Eieiei, Moment, noch mehr. Oh weh, ich werde sterben. Bleiben, ich habe meinen Meatfeeder ausgezogen. Set home end. So, damit ich zumindest hier wieder bin. Ich habe meinen Meatfeeder ausgezogen, deswegen habe ich jetzt Schaden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem, hey Leute, ich habe Schutz dran. Ich gehe jetzt mal mit meinem Plünderungsschwert an den Schalke heran hier oben. Noch 4. Okay, da ist nämlich Solver, das nehme ich gerne mit. Oh, Reparatur, Autos meldet. Okay, das war, ich glaube, ein Spieler, der ist noch nicht so weit fortgeschritten. Oh, Kisten. Super, einsammeln. Und einsammeln. Bis auf den Bogen. Ja. Diese Leuchtstäbe, ne, die sind natürlich auch nicht schlecht. Aber ich muss echt aufpassen, ich habe. Also ich mache es jetzt mal so, Leute. Ich werde vielleicht hier mal das hier abspeichern. Wo schießt denn du schon wieder? Wo ist denn jetzt da schon wieder einer? Ach, da unten. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ach, und du bist auch einer. 5. Ah, die müssen offen sein. 6. Genau, die müssen offen sein. Alles klar. Die sieht man gar nicht so, die Herrschaften. Ah, da unten ist noch einer. So ein Keks. Ja, mach doch mal bitte auf. Dankeschön. Habe ich jetzt... Ich lege die mir mal da unten rein. Dann werde ich wahrscheinlich... Ah, hier ist noch ein Sputziger. Komm. Warte einen Moment. Einmal noch. Komm, ich habe was. Ein Schwert. Danke. Oh, 7. Der hat mir nichts gegeben, außer Fly. Das wird jetzt wieder gefährlich. Muss ich aufpassen. Also ich glaube, ohne Fliegen ist das hier schwierig. So, jetzt suchen wir da mal noch welche. Oder ich mache das offline. Da! Die 7, mir fallen die überhaupt nicht auf, die Herrschaften, ne? Ey! 8. Aber die geben mir einfach keine Scherben, ne? Die geben mir einfach, dass ich mir ein bisschen was spare. Nee, da, wieso fliege ich denn jetzt? Die geben mir einfach keine Scherben.
Regenerieren die sich jetzt hier immer, oder? Ah, da schießt wieder einer. Ich sehe die nicht. Wieso sehe ich die nicht? Wo bist du? Ach, da unten, ne? Ja, tatsächlich. Das sind ja kleine Frecker. Neun und 16 Stück brauche ich. So. Muss ich ja glatt mal unter die Treppen noch schauen. Und es wird nicht ausreichen. Entschuldigung. Okay, da jetzt keiner mehr auf mich schießt und ich glaube ich auch in allen drei Türmen war, werde ich mir jetzt die nächste Festung suchen und das mache ich offline. Bis gleich. Hey Leute, schaut mal, da ist sogar ein Schiff hier. Das ist eine riesen Base. Da werde ich mich jetzt direkt hier mal reinsetzen, da oben. Und mir meinen Punkt hier setzen. Und auch gleich hier mit reinsetzen. Hier, End. Action. End. Ne, warte mal, da mache ich Schalter. Genau. Action. So, dann geht es nämlich schneller. End, fertig. So, ich schau mal, was hier auf dem Schiff los ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Hey, im Braustand. Her damit. Trank der Heilung. Ich werde zum Beispiel mal alles ein bisschen hier wegpacken. Zeug, das ich nicht brauche. Wenn so lange Platz hier ist. Okay. Ich gehe jetzt mal hier, wie es. Oh, Kisten. Elytra. Hey, eine Elytra. Ich habe eine Elytra. Komm, geh auf. Ja, lass mich ruhig fliegen, kein Problem, komm her. Ich habe eine Elytra. Ah. Was ist denn jetzt los? Ui. Ui, das nehme ich alles mit. Ach, das sind die Schar. Ach, das waren gar keine von euch, Leute. Die habt ihr hier rausgeholt und seid gestorben. Dann kriegt ihr die auch nicht zurück. War das das auf dem Schiff? Okay. Ja, dann. Ah, du bist wieder hier. Komm her. Zehn Stück. Naja, ich mache das jetzt gar, bis ich 16 habe. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder in der normalen Welt, sollte ich nicht sterben. Okay, bis gleich. Elf, naja. Läuft doch, oder? Bis gleich. So, da bin ich wieder. 13 Minuten sind schon rum. Ja, so lange werde ich jetzt auch hier gar nicht mehr bleiben. Oder ich will eigentlich auch gar nicht mehr bleiben. Ich würde es nur mal interessieren, warum ich hier keine so Scherben bekomme. Macht aber jetzt nichts. Ich habe mir mein Hand home gesetzt und gehe jetzt nach Hause. Und schwebe hier weiter. Hallo, so. Als allererstes lege ich mal den ganzen Rüstungsgedöns hier ab. Die Werkzeuge, ich verkaufe die, will die jemand haben. Und alles, was ich hier so nicht brauche, das lege ich mal da rein. Ich hoffe, mein System wird jetzt nicht überlastet. Aber das Gute ist, die Schalke hier, ich kann mir jetzt die auch in dieser Welt machen. Die lege ich mir mal extra. Und in mein Säckchen habe ich ja auch noch ein paar so Überraschungen drin. Die kommen dann auch raus. Ja, das war es jetzt zumindest hier im End. War ja einfacher, wie ich gedacht habe. Ja, wenn man fliegen kann, ist alles einfach. Da bin ich jetzt echt überlegen, ob ich mir noch diese Flügel-Tiara jetzt wirklich hole. Aber ich denke ja. Also das hat nicht geklappt mit dem Sojum-Decker, obwohl ich Plünderung 3 drauf habe. Ist ein bisschen komisch. Aber was ich eigentlich. Ach, mein Meatfeeder wollte ich noch holen. Wo habe ich den hingelegt? Eins habe ich den ins Säckchen gelegt. Wo ist mein Meatfeeder? Ich merke mir nicht einmal, wo ich mein Zeug gerade hingelegt habe. Aber das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Naja, auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal die Rüstung nicht. Die tue ich wieder raus. Und mein Meatfeeder wird wohl auch irgendwo sein. Den suche ich mir, weil ich habe nämlich keine Lust, hier ständig hier zu machen. Da ist er doch. Mensch, wenn er mir gleich ins Gesicht gesprungen wäre, wäre es mir lieber gewesen. So. Gut, also, denn für die Quest habe ich jetzt quasi. Die Unstable ist gemischt. Da brauche ich, was brauche ich denn hier? Unstable Crux? Crux? Ach nee, komm, hör auf. Okay, das Zeug, das hole ich mir hinten und für so Premium. Okay, da brauche ich eine Crux, die baue ich mir natürlich dann auch. Pink Slime, ja, das ist wieder das Übliche da. Bei Schleimbälle, die habe ich. Und ihr Lorium wird gemischt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt dann diese Quest offline abschließen hier. Es sind ja auch nur noch die hier. Lorium, Unstable, Pink Slime und Schalke. Also die mache ich jetzt alle offline. Dann bekomme ich 64 Tier 5 Säul und muss nicht umständlich hier ja, Dämonenplatten her, Tafeln herstellen und hoch auf Astral, sondern das spare ich mir ganz einfach. Und wahrscheinlich komme ich dann auch zeitnah hier. Komme ich. Okay, also ich muss auf jeden Fall dann bei Ultimate Crafting weitermachen. In Lima. 1, 2. Ultimate Crafting. Ich muss hier außen rum gehen. Hilft ja alles gar nichts. Der ist einfach. Gaia Spirit Ingot. Oh, okay. Ätherische Tafeln, kein Problem. Dann muss ich den Table da reinlegen. Und dann. Ja, okay, das ist nicht alles. Nicht so schwer. Was haben wir da noch? Endercrafter. Was kann ich mit dem machen? Was kann ich eigentlich mit dem machen? Im Endcraften? Den baue ich mir jetzt direkt. Dann hab ich alles da. Ey, wisst ihr was? Den baue ich schnell. Nee, den baue ich jetzt nicht. Weil mir die Zeit wegrennt, ich muss dann arbeiten gehen. Ich würde sagen, für heute mache ich Schluss. Nee, 17 Minuten, bin ich irre. Leute, 17 Minuten, wollte wirklich nur so eine kurze Folge anschauen. Aber eigentlich ging es mir nur darum, wie ich ins End komme und dass ich quasi mein Material für die Tier 5 Seeds habe. Dann muss ich mal meinen Todespunkt noch löschen. Und hier noch die Chunks rausholen. Zwei blaue habe ich. Ich brauche dann quasi noch ein paar andere Chunks. Springt mir ins Gesicht. Die habe ich auch irgendwo liegen. Die Zweier habe ich hier. Okay, da muss ich noch ein paar Chunks bauen hier. Ich habe gedacht, ich habe mehr. Tier 2, Tier 2, Tier 2. Gut, ich werde mir jetzt auf jeden Fall dann einige Dreier-Chunks bauen und so weiter. Und hier unten möchte ich mich eigentlich nie verabschieden, weil hier schaut es immer aus wie, ach, geh raus hier. So, so ist besser. Und schön, der Mondkötchen aus, auf. Das wird eine kurze Folge für euch. Das nächste Mal sind quasi die Soy-Seeds fertig. Und ich steige dann hier ein in diesen Table, da ich ja quasi diesen Block hier herstellen muss. Und da brauche ich ja diesen Advanced Crafting Table und vorher muss ich mir natürlich unendlich viel von dem Müll hier machen. Naja, hilft ja nichts, muss ja gemacht werden. Dann komme ich nämlich an viele Sachen ran. Ich denke mal, ach komm, ich kann Drachenei so herstellen. Wow, dann brauche ich ja gar nicht rein. Kristallin Seeds, Ultimate Seeds. Ach, da brauche ich dann immer noch so verschiedene Kruxes hier. Alter Schwede. Also das ist ja. Och, schau da mal hin. Das sind ja 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 solche Teile, um einen herzukriegen. Boah. Oder ich mache das dann. Oh ja, okay. Wird ein Spaß, das Ganze hier. Aber das ist schon mal gut. Hey, Supremium Seeds. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Das ist mein Ziel. Was haben wir noch in Mike?
Soweit bin ich noch nicht. Um November auch noch nicht. Also ich habe noch jede Menge Zeug hier zu tun. Am wichtigsten ist eigentlich dieses Kreativgelumps hier. Dann, ja, schön. Und hier werde ich vielleicht auch noch gar offline machen. Hier Liquid Fuel und Processing Upgrade. Dann bin ich nämlich hier auch fertig da oben. Charlie, ja, eigentlich will ich das gar nicht machen, weil das ist eigentlich, naja, weiß ich jetzt nicht. Und da werde ich wahrscheinlich irgendwann mal anfangen. Ach, ich laber schon wieder und es ist schon wieder Nacht und die Kuh schaut mich blöd an. Und Leute, für die kurze Folge, sorry, aber die nächste wird mit Sicherheit wieder länger. Tschüss.